Mesdames et messieurs, les Sambrino vous présentent un double saut périlleux en planche. Ja, ich höre. Ach du lieber Gott. Na, was sagt denn der Arzt? So. Ja, damit fällt die Nummer für uns aus. Ja, natürlich brauche ich einen Ersatz. Jakobsen ist gerade bei mir. Ja. Ja, so ist es. Vielen Dank. Und auf Wiederhören. Beckenbruch. Das kann ein paar Monate dauern. Herr Kugler, ich habe jetzt die endgültigen Verladetermine. Ich habe eben mit Paris telefoniert. Die Sambrinos sind verunglückt. Damit fällt die Nummer für uns aus. Wir müssen für Hamburg die Plakate und Programme umdrucken, Horn. Verladetermine, es hat noch Zeit. Guten Abend. So, Jakobsen. Wen kann ich haben? Fliegendes Trapez. Sieht schlecht aus, Herr Kugler. Die Albanos gehen nach Südamerika. Die Flying Teddies gehen mit Ringling nach Japan. Halte mal, hier, die beiden Christos. Ja, die kennen sie aber. Seine ausgezeichnete Luftballons ohne Netz. Jakobsen, wenn ich 8 Monate auf Europa-Tournee bin, Amsterdam, Hamburg, London, Paris und so weiter, da kann ich doch nicht mit einer Luftballons kommen. Da brauche ich ein anständiges fliegendes Trapez. Was ist mit den Dorias? Nee. Die kriegen nicht. Wieso nicht? Die sind inzwischen ja viel zu teuer geworden. Dorias, das ist eine Weltnummer. Topstar, so absolute Spitze. Ne? Meine Gagen sind auch spitze. Was könnte ich schon kosten? 800 oder 1000 am Tag. Hm? Sind Sie denn frei? Ja, frei sind sie schon, aber selbst wenn sie 1200 bezahlen, Herr Kugler, sie können sie jetzt nicht haben. Ich habe nämlich den Carlo Doria in Zürich getroffen, hat er mir gesagt, sie wolle jetzt einmal Pause machen. Aber Quatsch, ich kenne keine Artisten, die gern Pause machen und nichts tun. Och, Herr Kugler, Sie vergessen die Doria, Sie können sich das doch leisten, mal eine Saison auszusetzen? Jakob. Ja? Nein, der Achterzug braucht jetzt. Braucht die Manege nicht, nehmen Sie die Elefanten rein. Hecker, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe was anderes zu tun. Ja, Moment mal, wo sind die Dorias jetzt? Oh, vermutlich in Ihrem Haus in Solothurn. Haben Sie die Nummer? Das hat doch ganz weg, Herr Kochler. Die Nummer. Also schön. Solothurn 46613. Helga, Solothurn, Schweiz 46613. Und machen Sie mir gleich eine Verbindung mit Carlo Doria und stehen Sie dann durch. Ja, danke. So, das warten wir jetzt mal ab. Ja, der Carlo wird sich bestimmt freuen, Ihre Stimme zu hören. Und dann wird es sehr nett, sehr liebenswürdig, sehr freundlich sein. Ja, aber das möchte ich ganz gerne mal von ihm selbst hören. Ja, bitte. Außerdem ist Vigo in Hollywood und du bist dann im großen Zirkusfilm. Und ohne Vigo ist die Nummer sowieso uninteressant. Ja, Hollywood, was ist heute schon Hollywood? In 8 Stunden kann er hier sein. Das ist doch kein Problem. Ja, wenn er mit seinem Film fertig ist. Nicht? Aber Herr Kugler, jetzt mal ganz was anderes. Wir sprachen doch vorhin von Nietzschewo. Könnten Sie dem seine Nummer nicht noch in Ihr Programm einbauen? Nietzschewo, den habe ich kürzlich in Frankfurt gesehen. Das ist aber wirklich letzte Garnitur. Na, da tun Sie mir Unrecht, Herr Kugler. Ist der Mann, der hat Pech gehabt in letzter Zeit. Und war immer schlecht platziert. Aber man sieht den so richtig mit Liebe rausbringen. Dann ist er bestenfalls als Reprisenclown zu gebrauchen. Aber als eigene Nummer unmöglich, Jakobsen. Nein. Wirklich, alles was recht ist, aber tut mir leid. Moment mal. Ja? Ja. Zirkus Krone, Kogler. Kann ich mal Carlo Doria sprechen? Er ist im Garten, aber ich kann ihn rufen. Ja, ist gut, ich warte. Carlo! Ah, was ist denn? Telefon! Ich kann jetzt nicht, ich will meine Hose spritzen. Kugler, Zirkus Krone! Moment. Habe ich richtig gehört, Kugler? Ja, na hoffentlich verkauft uns Vater nicht schon wieder. Ich fahre nach Basel, Enrique, ich nehme Tino mit, der Junge braucht was zum Anziehen. Und ich muss dringend zum Friseur. Ja, ist gut. Und wenn mein Mann kommen sollte, ich bin am frühen Abend zurück. Er kommt sofort. Was will er denn? Ich weiß es nicht. Carlo? Ja, Herr Rektor Kogler, komme ich denn zu der Ehre? Danke, gut. Ja, wir faulenzen. Bin gerade dabei, meinen Garten ein bisschen in Ordnung zu bringen.
Was? In 12 Tagen Premiere? Nein, das ist nicht zu machen. Sie haben doch die Sambrinos annonciert. Ach, tut mir leid. Gute Leute. Nein, das kann ich meinen Kindern gar nicht zumuten. Wir haben das Rumreisen jetzt mal für eine Weile satt. Nein, tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Herr Direktor. Vigo, der dreht in Hollywood und Rodolfo ist bei seinen Eltern in Italien. Er kommt zwar heute zurück, aber... Nein, das geht wirklich nicht. Aber sehr nett von Ihnen, dass Sie an uns gedacht haben. Vielleicht das nächste Mal, Herr Direktor? Ist das Ihr letztes Wort, Carlo? Naja, dann kann man nichts machen. Also alles Gute und schöne Grüße an die ganze Familie, ja? Wiederhören. Scheiße. So gut möchte ich es auch einmal haben, eine ganze Saison aussetzen zu können. Da sieht man wieder, dass man den Artisten viel zu hohe Gagen bezahlt. Da mache ich Ihnen mal einen Vorschlag, Herr Kogler. Springen Sie doch mal mit dem dreifachen Salto Mortalis in Zirkus Koppel. Und wann Sie dann wieder Sambrino da mit dem Beckeprobe vom Kreuzli? Dann werden Sie merken, ein Artist wird immer noch zu schlecht bezahlt. Ja, ich weiß, damit Ihr Agent noch höhere Prozente schlucken könnt. Puh. Hören Sie mir, Jakobsen. Sie sind doch mit Carlo befreundet, ja? Ja, das kann man sagen. Also ich meine, richtig befreundet. Mhm. Und Sie sind sein Freund und Sie sind mein Freund. Ich zahle ihm 1200 pro Tag, eine Gage, die ich noch niemals gezahlt habe. Aber ich muss die Dorias haben. Hm? Und wenn Sie wollen, dann nehme ich in den Gottesnamen auch noch den Nietzschebo ab. Ein Koppelgeschäft? Ist aber nicht üblich, Herr Kogler. Ist auch unmoralisch. Blödsinn. Braucht doch der Mann nie zu erfahren. Ich bin in einer Zwangslage. Ich weiß auch nicht, wie Sie Carlo überreden wollen, aber wenn es jemand schafft, dann sind Sie es. Und Sie nehmen dann den alten Nietzschebo? Sie haben doch mein Wort. Zentral- und Ostschweiz, Wallis, Nord- und Mittelbünden unter Föhneinfluss, meist sonnig. Alpen-Südseite und Engadin stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise Niederschläge mit örtlichen Gewittern. Meine Damen und Herren, und nun laden wir Sie ein zu einer fröhlichen Unterhaltungsrunde. Es kann so, da sind Sie schon wieder. Fernsehen. Francis! Musik. Francis, wie siehst du denn aus, deine Haare? Sind hier. Abgeschnitten. Ach, du hast doch so schöne Haare gehabt. In jeder Illustrierten könnt ihr lesen, dass eine Frau sich ab und zu verändern muss, wenn sie ihren Mann fesseln will. Also, neue Schuhe, neues Kleid, neue Tasche, neue Haare. Und guckt euch Tino an, neue Schuhe, neue Anzug. Alte Haare, Gott sei Dank. Wenn Rodolfo heute Abend zurückkommt, soll er eine völlig neue Familie finden. Sag mir mal, warum denn ausgerechnet so blond? Warst du schon mal mit einem Italiener verheiratet, Vater? Warte mal. Nein, erinnere mich nicht. Na siehst du, sonst wüsstest du wahrscheinlich, dass Italiener bei jeder blonden Frau die Augen aus dem Kopf fallen. Mein Rodolfo ist da nicht anders. So. Und das kann er jetzt haben. Jeden Tag. Aber zu Hause. Du, hör mal, ich glaube, da kommt ein Italiener schon. Los, komm, wir wollen sehen, was er sagt. Nimm mir wieder gleich einen doppelten Schnaps mit. Vielleicht merkt er überhaupt nichts. Sascha. Na, du bist gut. Weißt du, was ich beim Friseur bezahlt habe? 62 Franken. Ja, ist ja gut. Aber ich glaube, wir warten lieber hier. Komm, Tino. Henrike wird aufmachen. Der Papa kommt gleich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, bitte, Sie wünschen? Wer sind Sie denn? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ist mein Vater nicht da? Vater? Ich bin Mischa Doria. Papa! Nein, Tino, ich bin nicht dein Papa. Mensch, bist du groß geworden. Mischa! Hat es meine Freude. Ich bin wieder da! Mischa! Ja, ja, bin wieder da. Sag mal, du bist ja blond. Ja. Ich habe lange nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Auch auf Umwegen, direkt aus dem Paradies. Das heißt, aus einer Fieberbaracke am Kongo und dann aus dem Polizeigefängnis in Toulon. Nach dem herzlichen Empfang hier zu urteilen, kommt mein Besuch sehr gelegen. Entschuldigung. Henrike war unfreundlich? Naja, wer ist denn das? Das erkläre ich dir. Komm nur rein. Wie war es denn sonst in Afrika? Erzähl mal. Naja, war. Aber wieso seid ihr alle hier? Habt ihr kein Engagement? Macht ihr fehl? Gott sei Dank endlich einmal. Ah ja. Ja, stell dir vor, wir sind faul und genießen sehr. Du bleibst doch hoffentlich etwas, oder? Nein, ich muss morgen früh schon weiter nach Zürich. Ich wollte nur vorher mal reinschauen bei euch. Ja, kann ich die nachher mal alleine sprechen, Vater? Das kannst du gleich. Und ihr macht inzwischen einen guten Kaffee. Komm, Junge. Das ist mir
mir natürlich sehr unangenehm, dass ich ihn nicht erkannt habe, aber ich habe noch nie ein Foto von ihm gesehen. Unser Bruder Mischa, Abenteurer vom Dienst, Raubtierfänger in Afrika und leider nicht sehr erfolgreich. Und was ist mit seiner Hand? Kaputt schon lange, als unsere Mutter ums Leben kam. Hat Ihnen das Vater nie erzählt? Nein. Wir gastierten damals in Antwerpen. Mutter arbeitete noch mit auf dem Trapez. Aber nicht da im Wohnwagen passierte es. Kurz nach unserem Auftritt war sie allein im Wagen und der kleine Benzinkocher explodierte. Der ganze Wagen stand sofort in Flammen und Mutter ist elend verbrannt. Wir kamen nicht mehr in den brennenden Wagen hinein, die Tür war verklemmt. Nur Mischa konnte ein Fenster einschlagen. Er kroch hinein, aber er konnte ihr nicht mehr helfen. Tja, und seitdem ist seine Hand kaputt. Mischa war bis dann der Fänger in unserer Truppe. Aber nach dem Unfall war das natürlich aus. Wir hatten damals alle ein ganzes Jahr ausgesetzt. Vater war völlig fertig. Er ging in keinen Wohnwagen mehr um. Jeden Zirkus machte er einen großen Bogen. Ja, eines Tages fingen wir dann doch wieder an zu arbeiten. Bis auf Mischa, der konnte natürlich nicht. Ich glaube, das hat er bis heute nicht überwunden. Es wäre alles noch gut gegangen, aber dann kam die Unruhe im Kongo. Wir verloren die ganze Ausrüstung. Als wir glücklich außer Landes waren, da haben sie mich in Toulon festgesetzt, bis die Sache mit der Kaution geklärt war. Also total Schaden. Du bist selber schuld. Ja, am Ende ist man immer klüger. Ich habe dich gewarnt. Tierkauf, Tierfang in Afrika, das ist doch ein Risiko. Und wenn ich dann noch höre, dass ihr illegal gearbeitet habt, dann wird mir direkt schlecht. Wie heißt das schöne deutsche Sprichwort? Wenn ich wagt... Komm, hör auf. Bei deinen Unternehmungen, da muss man immer damit rechnen, dass du aus irgendeinem Krankenhaus anrufst. Und jetzt ist es sogar drin, dass du auf der Polizei landest. Naja, ich weiß, du hättest am liebsten, wenn ich in irgendeinem Büro sitzen würde. Mischa, die Bärennummer, die du dir aufgebaut hattest, die war nicht schlecht. Du hast alles gleich wieder hingeschmissen. Du hast keine Geduld. Versuch's doch nochmal. Du, Kogler hat heute angerufen. Mit dem könnte ich doch mal sprechen, vielleicht gibt er dir eine Chance als Dompteur. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie Mischa Doria mit seiner einzigartigen Dressurleistung, Petsy das Bärenkind. Was willst du denn sonst? Du gehörst doch zum Zirkus. Nein, Carlo, nicht mehr. Nicht mehr, das ist es ja gerade. Was ich mal gekonnt und gelernt habe, das geht nun nicht mehr. Als Dompteur war ich doch eine Niete. Und ob ich ein guter Clown wäre, ich glaube, dazu habe ich zu viel Humor. Und um mir das zu sagen, bist du hergekommen? Nein. Leider nein. Ich muss dich um Geld bitten. Dass mir das nicht leicht fällt, das kannst du mir glauben. Warum bleibst du nicht eine Weile hier? Erholst dich. Kannst du doch in Ruhe überlegen, was du tun willst. In Ruhe. Wir sind eine zauberhafte Familie, Carlo, aber ich gehe euch auf die Nerven. Und mit Verlaub, ihr mir auch. Aber was willst du denn nun tun? Ja, weißt du, ich treffe mich morgen früh in Zürich mit Rossem. Der fliegt nächste Woche nach Kapstadt und sucht Leute, die sich da unten auskennen. Du willst dich beteiligen? Nein, keine Angst. Ich brauche bloß so für mich 500. Es macht doch einen schlechten Eindruck, wenn man sich nicht selbst die Übernachtung und Whisky zahlen kann. Micha, du weißt ja, dass wir immer für dich da sind. Aber was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich mir große Sorgen um dich mache. Einen Baum zu binden. Hast du mich verstanden? Jakob, Sie müssen überraschen. Wie geht es? Sag, Kinder, wie geht's euch denn? Gut. Ich habe euch ja was mitgebracht. Oh, habt ihr aber gar nicht verdient, hä? Nein. Oh, wie schön. So, das ist mein, ist das schön. Hallo, Jakobsen, was machen Sie denn hier?
Sascha, mein Lieber, du, wie geht das dann? Marvel hat sich. Aber bist du verreist? Ich denke, ihr macht Urlaub. Wir machen noch Urlaub, aber Rodolfos neuer Wohnwagen kommt heute Mittag. Da muss ich ein bisschen Platz machen. Ja. Ach, schon wieder ein neuer Wohnwagen? Ja? Also wenn ihr nicht mit Klimaanlage, mit Eisbox, mit Wasserklosett fahren könnt, ist aber wirklich nichts. Na, dann würde ich dir sagen, wir trinken erst mal eins zur Begrüßung. Ja. Nichts dagegen eins, Sven. Komm gleich nach. Ja. Was machst du bitte? Enrique! Enrique, mein Mädchen, du! Na, wie geht es dann, ne? Danke, ganz gut. Na, siehst du, das war doch so die Bestlösung. Man muss nur ein bisschen Mut haben. Ja, Sie sind alle sehr lieb zu mir. Wo ist mein Freund Carlo? Er hat eine Besprechung irgendwo, muss bald wieder da sein. Ich glaube, er will sich ein Weinberg kaufen. Was, ein Weinberg? Ist er verrückt? Der Berg hat eine wunderbare Lage. Nur probier mal. Einmalig, sage ich dir. Hallo. Gut, Rebsche. Aber sag mal, Carlo, um ein gutes Glas Wein zu trinken, musst du dir doch gleich einen ganzen Weinberg anschaffen. Nein, das will ich auch gar nicht. Nur keine Angst. Kann ich mir auch gar nicht leisten. 80.000 Franken. Nee. Ich hatte, das war so eine Idee für die Geldanlage. Ja, man muss ja an später denken. Na nun, warst du früher nicht so melancholisch? Ja, Mischa war gestern für ein paar Stunden da. So? Ach, wie geht's ihm dann? Naja, nun, seine Expedition, das war ein Reinfall. Ja, wenn es auch sonst dann noch was passiert. Jedenfalls die ganze Ausrüstung ist beim Teufel und wahrscheinlich hat er noch einen Haufen Schulden. Also der Junge, der hat doch immer Pech, ne? Wenn man nur wüsste, wie man ihm helfen kann. Aber bestimmt nicht, indem du dir einen Weinberg zulässt. Das geht mir genauso vor, als wenn sie einen Fuchs in den Hühnerstall kaufen wollte. Oder als ob Kogler sein Geld zum Fenster hinausschmeißt. Übrigens, Kogler hat gestern angerufen. So? Ach, was wollte er dann? Wegen seiner Europatournee. Die Sambrinos sind ausgefallen. Ja, das habe ich gehört. Ja, aber warum ruft denn da der Kogler dich an? Er weiß doch, dass sie raussetzt. Ich habe übrigens Auftrag von ihm, wegen der Ugandas zu verhandeln. Er will so eventuell von Bulgioni loskaufen. Was? Loskaufen? Aus einem festen Programm? Das kostet doch ein irres Geld. Ja, das kann ich mir denken. Was hat denn der Kogler euch geboten? Über Geld habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich habe gleich abgesagt. Na, Carlo, du hast ganz recht. Lass dich da drauf nicht ein. Ihr habt Zeit. Ihr kennt was. Jetzt habt ihr Fett angesetzt, nicht? Was? Und seit 2 Monaten nicht trainiert und dann so groß und anstrengend Tournee? Nein. Ja, nur, also Japan und Südafrika war auch nicht gerade ein Zuckerlecken. Ja, das kann ich mir denken. Deswegen finde ich ja die Idee von dem Kogler auch wunderbar mit den Ugandas. In Ugandas, na ja, das ist natürlich eine Welttruppe. Na, sowas hat ja Europa noch nicht gesehen. Und wir sind der letzte Dreck, was? Wieso denn? Ganz im Gegenteil. Der Kogler hätte euch nämlich 1200 Mark pro Tag bezahlt. 1200? Mhm. Das wäre ja für uns... Das wäre ja unsere größte Gage bisher. In Java hat man nur 250 Dollar pro Tag. Ja, Carlo, sehr teure Ferien sind das, die ihr euch da leistet. Und mir mit es nicht gelingt, mit den Ugandas, ist doch für mich ein großes Verlustgeschäft. Sag mal, kriege ich eigentlich bei euch was zu essen? Nein! Für einen, der findet, dass die Ugandas besser sind als die Doyas, gibt es hier nichts zu essen. Hier rauf zu Francis. Halt doch nicht über den frisch gesäten Rasen! Spaghetti al sugo. Heiraten Sie einen Italiener, Jaco, und Sie müssen 3-mal in der Woche Spaghetti kochen. Aber sie macht wunderbar, wirklich wie im besten Restaurant in Italien. Guten Appetit, lassen Sie sich gut schmecken, Jaco. Dankeschön, Francis. Also ich muss dich alles fort angucken. Na, also diese Veränderung. Was hat denn Rodolfo dazu gesagt? Ich habe geglaubt, ich sterbe. Nun, das ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Plant sich doch sehr hübsch aus. Ach, bei dem Sterben ist es auch nicht geblieben. Das war nur der erste Schreck. Später ist er dann ganz schön munter geworden. Dankeschön. Warst du auch schön? Wie lange warst du in Neapel? Zu kurz, leider viel zu kurz. Zu kurz für Mama, zu lange für Papa. Wieso? Was heißt denn das? Ach, mit dem Papa hat er immer Schwierigkeiten. Er mag nicht Circo. Er ist Beamter im Ministerium. Sein Sohn Artista, er ist beleidigt. Er scheint uns für Zigeuner zu halten. Wenn der wüsste, was wir hier für eine bürgerliche Familie sind. Oh Gott. Stellen Sie sich vor, Papa und Mama waren noch nie in ihrem Leben in einer Circo. Ach, das war eigentlich schade. In Zirkus Krone geht jetzt noch eine Abel.
Kogler wollte euch sogar haben. Wäre doch sehr hübsch gewesen, wenn ich Papa und Mama mal da oben gesehen hätte vom Trapez. Circus Krone geht nach Napoli und Kogler wollte... Madonna, warum fahren wir da nicht mit? Der Carlo, der wollte sicher die Ferien nicht verderben. Ne? Jakobsen, Sie müssen gar nicht weiterreden. Sehen Sie sich meine Hände an, ich kann kein Trapez mehr festhalten. In Kapstadt die verharzte Trapezstange. Nur beim lächerlichen Singlesalto hat es mir die ganze Haut heruntergerissen. Es war nur noch rohes Fleisch. Jetzt ist alles verschwielt und verhorn, aber es platzt ihm immer wieder auf. Ich war schon bei zwei Spezialisten. Ich muss einfach eine Weile aussetzen, aber das begreift Rodolfo ja nicht. Aber Francis, ich habe doch nur gesagt, dass ich... Sag mal, was höre ich jedem von Vater? Kogler wollte uns für seine Europa-Tournee haben. Ja, stell dir vor, und Carlo hat abgesagt. Na, Gott sei Dank hat er abgesagt. Was? Aber warum denn, um Gottes Willen? Ja, ihr seid so überrascht. Ich habe gedacht, Carlo hätte euch vorher gefragt. Warum, was ist mit Sitter wie die? Wollen Sie wirklich mitnehmen? Die hält ja den ganzen Betrieb was auf. Was denn? Ohne Sitter auf Tournee kommt ja gar nicht in Frage. Die Gegner doch eine, die hier allein im Stall bleibt, nicht? Nee, meine Süße. Arbeiten sollst du nicht mehr, aber ab und zu mal ein bisschen Zirkusmusik kann nicht schaden. Hm? Binden Sie sie los, Willi. Soll der schon da? Ja, die ist schon da. Alles gut, komm mal mit. Fangen Sie ohne mich an, Willi, ja? Wie sieht's aus? Ja, die Schwellung ist weg. Ich habe ihr noch eine Injektion gegeben. Wenn sie jetzt ein paar Tage Ruhe hat, dann kann sie bald wieder arbeiten. Dann können wir sie also mitnehmen. Aber ich muss sie mitnehmen. Leila ist mein Führungsfeld bei der Sechservolte. Ja, das können Sie schon riskieren, Herr Kogler. Wann wollen Sie verladen? 16, dann haben wir 8 Tage Zeit. Ja, das kommt schon hin. Also Sie können sie auf dem Transport ein bisschen isoliert stellen, damit sie nicht gleich wieder einen abkriegt. Ne? Ja, das können wir machen. Dann nehmen wir Polen mit in den Wagen, dann kann nichts passieren. Na, du Polen? Aber nein. Solange die Pferde unterwegs sind, bleibe ich bei ihm. Ich lass doch nicht Leila allein und fahre im Salonwagen. Na, Salonwagen fällt sowieso flach. Bei den heutigen Eisenbahntarifen muss ich jede Achse einspannen. Benno, geh doch mal rüber zu Helga ins Büro und sag ihr, wenn der Agent anruft, der Jakobsen, dass ich hier bei den Pferden bin. Man soll mich sofort holen. In Ordnung. Ich habe immer noch keine Trapeznummer. Ja, mir kann es ja recht sein. Aber ich verstehe ja nur nicht, warum mir alles seit einem Vierteljahr in den Ohren liegt, dass ihr aussetzen wollt. Genug mit der Schinderei. Das habe ich nie gesagt, Vater. Ich habe nur gesagt, aber dass ich vielleicht... Aber ich habe gesagt. Vigo auch. Wie stellt euch das vor? Ich kann mit meinen Händen jetzt kein Trapez halten. Aber Francis, wir können Nummer umstellen. Du nicht machen Trapez, du nur machen Todessprung, Liebling. Das genügt. Und die Passage? Wenn Kogler uns haben will, dann will er auch die Doppelpassage sehen. Dann wird eben Lona mitfliegen. Wir haben noch 10 Tage Zeit zum Trainieren. Lona, die Passage. Schaffst du's? Ich werde es schaffen. Na also, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, eine Tournee mit 1200 am Tag lässt man sich doch nicht einfach durch die Lappen gehen. Ich stelle also fest, außer Francis, wollt ihr alle schon wieder arbeiten? Von mir aus können wir morgen anfangen. Ich auch. Ich will auch arbeiten, so ist das nicht, Vater. Ihr habt euch immer auf mich verlassen können. Aber ich denke natürlich auch an Tino. Soll ich das Kind wieder hier alleine lassen? Das Kind wäre doch bei Henrike gut aufgehoben, meine ich. Ja, sicher. Henrik ist in Ordnung und wird gut für ihn sorgen, aber das ist doch... Für das Problem wird es sicher auch eine Lösung geben. Am wichtigsten ist jetzt, dass wir so schnell wie möglich mit Kogler klarkommen. Ruf ihn doch gleich mal an, Vater. Sascha, das geht nicht. Gestern sage ich nein, heute sage ich ja. Nein, das muss Jakobsen machen. Wollen Sie nicht lieber hineingehen zu Carlo, Herr Jakobsen? Nein, die müssen mich schon holen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass die sich die Kappe ein bisschen heiß reden. Ordentlich in die Woll müssen sie sich kriegen. Also Sie sind ein alter Fuchs, Herr Jakobsen. Muss ich doch, ist doch mein Geschäft. Henrike, wann ich denen ins Haus gefallen wäre, hätte alle zusammen gefragt, wollt ihr einen 11-Tag beim Kogler anfangen? Hätte ich mich doch glatt ausgeschmissen. So habe ich jeden langsam angekocht und jetzt klappt's. Das Einzige, was mir Sorge macht, ist der Vigo. Amerika ist halt doch verdammt weit, nicht? All set, fellas. I want to take it this time. Of course. Take 7 coming up. Just been waiting for you. Could I have that spotlight on me now, please? How's it with you, Vigo? Can we do it? Yeah, that'll be fine. Well, I'm ready anytime you like, Charles. All right, may I have the spotlight, please, on Vigo himself? All right, that'll be all right. Are you all right, Rory? I'm ready. You, Ed? Ready. Then I'm all right. Quiet! Roll it! 13:28, take 7. Okay, Vigo, you're on your own.
Okay, cut. Very good, Vigo. How was that for you, Roy? Okay. And you, Ed? Well, that wraps up that sequence. Vigo, I want to thank you very much. That was the last take, and needless to say, you were magnificent. No, I have to thank you, Charles. It was great fun working for you. See you tonight. Okay. Well, what else is on the books? Mr. Dorian, telegram for you. Thank you. I think, Herr Doria, I'll get you a cup of coffee. Na, so weit kommt's. Bad news? Abschluss Europa-Tournee Krone perfekt. 8 Monate, Premiere Hamburg, Dienstag, den 18. Carlo. Was heißt das? Das heißt, dass mein Vater eine einsame Entscheidung getroffen hat und seine Söhne dürfen stramm stehen. Aber diesmal hat er sich geschnitten, mit mir nicht. Sie wollen nicht sparen? Ich bin nicht verrückt. Er telegrafiert mir hier 3 Zeilen und glaubt, ich springe ins nächste Flugzeug, um ihn an den Hals zu fliegen und zu danken dafür, dass er uns 8 Monate quer durch Europa hetzt. Ben, ich hab's satt, mir steht's bis hierhin. Was ihr hier mit mir gemacht habt, das ist auch für einen Menschen, der im Training ist, zu viel gewesen, wenn Sie mich fragen. Aber bitte, Arbeit hat Spaß gemacht. Ich glaube auch, sie ist gut geworden. Nun das hier, Premiere, Dienstag, 18. Wenn das so weitergeht, bekomme ich ein Telegramm. Hochzeit perfekt, Braut schielt, hat aber Geld, Gruß Carlo. Das heißt, das Wörtchen Gruß wird er sicher auch noch sparen. Vielleicht hat der Vater... Mein Vater, Sie kennen meinen Vater nicht. Carlo ist der Chef der Truppe. Was er will, wird gemacht, und zwar bedingungslos. Früher, als Micha noch dabei war, hat der ihm wenigstens ab und zu die Meinung gesagt. Leider hat er einen Unfall gehabt. Glauben Sie, mein Vater hat mich schon einmal gefragt, ob ich alle seine Entscheidungen so großartig finde? Hier, sehen Sie sich das Telegramm an, das ist ein Befehl. Ich möchte bloß wissen, woher er weiß, dass ich hier fertig bin. Wenn Sie hier bleiben, werde ich heute noch mit Steinberg sprechen. Wir müssen uns nur überlegen, wie viel Gage wir verlangen sollen. Sind wir wieder zusammen. Ich habe so oft an dich denken müssen. Ja? Und einmal hätte ich dich beinahe angerufen. Das war, als die PKC vorübergehend leichter wurden. Ach du lieber Gott. Ich hoffe, du hast ihn nicht bluffen lassen. Natürlich habe ich dich, Idiot. Und deine Bezugsrechte? Ach Helmut, es tut mir leid. Ich lerne das wahrscheinlich nie. Ich habe gedacht, der Kurs ist ausgereizt. Ja? Und dann nachher, da habe ich einfach nicht mehr den Mumm gehabt, zurückzukaufen. Verstehst du? Und hast du dir schon mal durchgerechnet, was sich das gekostet hat? Nein. Und ich gedenke auch nicht, das zu tun. Sag mal, was hältst du von Maschinenbauwerken? Entschuldigt bitte, oh. Wenn ich euer interessantes Gespräch mal kurz unterbreche. Oh, guten Tag, Herr Kogler. Ich wollte nur wissen, ob alles gut angekommen danke. Ist. Danke. Uns geht's prima. Aki ist ein bisschen erkältet, aber es ist nicht weiter schlimm. Haben Sie schon gehört? Lilly hat ihre PKC verkauft. Nein. Ich habe die Nerven verloren. Ach, das tut mir aber leid. Aber ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn Helmut mich nicht davon abgehalten hätte. Wenn du so weitermachst, wirst du noch ein reicher Mann. Helmut ist ein reicher Mann. Er hat sich jetzt die Pension gekauft. Was? Wie viele Betten sind das eigentlich? 42. Aber an der Hypothek werde ich noch eine Weile zu knabbern haben. Sag mal, warum verkaufst du eigentlich nicht hauptberuflich Börsentipps? Und ich drehe dann als Clown auf. Weißt du, das wollen wir mal lieber lassen. Habt ihr gehört? Die Dorias kommen. Ja, ich weiß. Und ich freue mich sehr. Mit den Dorias war ich bei Schumann. Und Nietzsche, wo kommt auch? Ja? Ja, der kommt auch. Aber... Na nun, Sie sagen das so. Na ja, ich mache mir einige Sorgen um ihn. Ich habe ihn jetzt in Frankfurt gesehen, da reißt keine Bäume mehr aus. Aber Herr Kogler, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie jemanden engagieren, der nicht allererste Klasse ist. Ach, Sie meinen, weil ich Sie genommen habe? Na ja, sagen wir mal, Sie haben meine Tiger genommen und mich so als lästige Beigabe. Hm? Stimmt. Aber es bleibt unter uns. Stimmt. Bist du verrückt? Was willst du denn machen, Vater? Die Fräse ist unsere einzige Chance.
Fräse. Ein Nichtskönner, ein Stümper. Weißt du noch, in Saarbrücken, um mein Haar hätte er dich mit heruntergerissen. Das war ja nicht allein seine Schuld. Erinnere dich doch mal bitte. Ist ja auch gleichgültig. Vigo ist pünktlich. Der ist immer pünktlich. Vater, wir wissen doch gar nicht, ob er das Telegramm bekommen hat. Geschweige denn, ob er überhaupt gedenkt, zurückzukommen. Wenn wir Fräse in Hamburg gleich finden, dann haben wir immer noch Zeit zum Üben. Und dann wird es eben mal keinen Dreifachen geben. Das wird auch gehen. Kogler hat uns für den Dreifachen engagiert. Vergiss das nicht, mein Junge. Also dann verstehe ich nicht, wie du den Nerv hast, nach Hamburg zu fahren, ohne zu wissen, ob dein Sohn überhaupt kommt. Er kommt. Pass auf, wenn wir hinkommen, ist er schon da. Jetzt pass auf, Minutschka. Das ist Rathgaus. Das ist Rathgausplatz. Hier ist Jungfernstiege. Und hier beginnt Alster zu fließen. Hauptflut... Nina. Gefällt dir das Kleid? Ja, ich hatte ja auch im Zirkus in Krone. Hier, wir sprechen Deutsch. Wozu habe ich dich Deutsch gelernt? Du wirst sehen, wenn wir beide zusammen Deutsch sprechen. Die Deutschen werden überhaupt nicht merken, dass wir Ausländer sind. Garantiert. Also, was willst du sagen? Vielleicht kann ich auch beim Krone irgendwie Geld verdienen. Und von erster Geld kaufe ich mir ein neues Kleid. Gut, gut, gut. Aber schlecht. Du wirst dir kein neues Kleid kaufen. Ein neues Kleid für Ninochka kauft ihr alter Vater. Und die erste Gage, die ich bekomme. Знаешь, Ninochka, das ist berühmte Alsterpavillon. Und da ist mir einmal eine so lustige Geschichte passiert. Das muss gewesen sein im März 1926. Nein, nein, das war im Dezember. Guck mal, Papa. Zirkus Krone. Und Dorias. Da muss auch Vigo dabei sein. Hast du gewusst, dass die Dorias im Programm sind? Keine Ahnung. Oder glaubst du, dass der Vigo immer noch in Amerika ist? Ja, ja, ja. Er wird schon hier sein. Aber jetzt nehmen wir eine Taxi. Taxi ist viel zu teuer. Wir können doch fragen. Fahren wir lieber Straßenbahn, hm? Klaunitsche, wo fährt ins Engagement mit Straßenbahn? Ich bitte dich, ich bin doch hier sehr bekannt. Zuerst eine Frage. Ich habe nämlich sehr wenig Geld, also deutsches Geld. Was kostet bitte eine Taxe bis zum Zirkus? Halt in Geisfeld. Ja, Geisfeld. 3 bis 4 Mark. 3 bis 4. Ja. Gut. Ich bin nämlich selbst vom Zirkus. Ich habe hier gespielt vor 4 Jahren. Vielleicht Sie haben mich gesehen. Ich bin Klaunitsche. Oh, Sie haben mich gesehen. Nee, kann mich nicht erinnern. Na, macht nichts. Sie werden mich sehen. Ich werde Ihnen Freikarten schenken, ja? Nein. Gut, bitte helfen Sie mir. Dankeschön. Na, fahre. So, ich finde, hier stehen wir erstmal gut. Warte. Ladet ab, ich gehe zu Kogler. Hallo, Gordon! Herr Doria! Sie sind ja früher da, als wir dachten. Ja, ich wollte gleich aufbauen und mit dem Training anfangen. Ist in Ordnung. Ich kümmere mich darum. Hallo. Wissen Sie vielleicht, welchen Wagen mein Sohn Vigo hat? Vigo? Der ist doch noch gar nicht da, soviel ich weiß. Ist noch nicht da? Wissen Sie das bestimmt? Herr Doria, ich wüsste, wenn Vigo da wäre. Jeder wüsste das. Na, der kommt doch heute Abend, nicht? Aber... So, meine Herren. Ja, ist gut. 12 Zentner täglich. Ist in Ordnung. Ich melde mich dann wieder. Auf Wiederhören. Hallo. Tag, Direktor Kogler. Ach, wie schön, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch. Gut, dass Sie pünktlich sind. Ja. Alles gesund? Ja, danke schön. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Kleinigkeit. Was, für mich?
Carlo, was soll das? Ah, nicht der Rede wert. Carlo, da sind ja Elefanten drauf. Ja, ihre Elefantennummer. Na, das ist aber sehr aufmerksam. Wo kriegt man denn sowas? Im Krawattenladen. Ja, ja. Bitte setzen Sie sich doch. Na, wie geht's unserem Star, dem Vico? Ja, er sagt, Vico, der Vico ist noch nicht da. Was soll das heißen, der ist noch nicht da? Nein, er kommt ganz sicher. Carlo, machen Sie mich nicht unruhig. Sie müssen wissen, er war in Hollywood, hat da gearbeitet. Da ist er fertig, das weiß ich ganz genau. Ich weiß noch nicht, wo er jetzt im Moment ist, aber der ist unterwegs, der ist bestimmt unterwegs. Was soll das heißen, er ist unterwegs? Carlo, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wenn Vico nicht pünktlich ist, dann könnt ihr euren ganzen Kram hier gleich zusammenpacken und wieder nach Hause fahren. Und das meine ich ganz im Ernst. Na, was war? Ganz große Scheiße. Was hat er denn gesagt? Wir sollen wieder nach Hause fahren, wenn Vico nicht kommt. Was machen wir jetzt? Ja, nochmal über den Fräse nachgedacht. Den Stümper. Mach jetzt keine Witze. Vielleicht unsere letzte Rettung. Kannst ja Horn mal fragen, ob er die Adresse weiß. Hühnerposten 11. Was? Na ja, da wohnt er. Ich habe mich erkundigt. Gut, Junge, aber komm hier nicht ohne ihn wieder, verstanden? Carlo! Ja, Vladi! Nina! Genug. Dass du so eine schöne Tochter hast, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, dass du hast so dünne Kinder. Wo ist Vigo? Du kannst nicht gleich fragen, Inochka, wo ist Vigo? Ich weiß, Papa, aber... Vigo, ja, also Vigo ist noch nicht da. Da war in Amerika, ich habe ihm telegrafiert, wann er hier sein muss, aber er ist noch nicht da. Er wird kommen, wenn er hört, dass Inochka da ist, er kommt. Nein, er weiß es ja gar nicht. Also ich habe ja auch nicht gewusst, dass du im Programm bist. Ich auch nicht, weil Gesundheit ist... Nicht sehr хорошо, aber Kogler ist gekommen, hat gesagt, große Programm, große Tournee, nicht so große Nummer, muss sein im Programm, habe ich gesagt, хорошо, okay. Und jetzt bin ich hier. Darf ich Ihnen jetzt Ihren Wagen zeigen, Vladi? Ich habe noch eine Menge zu tun. Da. Und sagen Sie mir, wenn Vigo kommt. Ja, nur zu gern, ich bin ja selbst froh, wenn er endlich da ist. Danke. Hier bitte. Hier ist Ihr Wagen, Nietzschewo. Nummer 19. 19? Ja, 19. Oder haben Sie was gegen die Zahl? Das war im Jahre 1934. Tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mir alte Elefanten. Geschichten anzuhören. Ja, bitte später, aber jetzt wollen Sie 19 oder nicht? Nein. Ja, natürlich wollen wir 19. Nutschka. Bitte schön, sagen Sie, Herr Rektor Kogler. Vielen Dank. Ninochka, знаешь историю? Я знаю, дорогой папочка, мы должны быть рады, что мы получили эту работу. Пожалуйста, не сделай ничего. Да. Уж иду. Aber ich erzähle Ihnen später die Geschichte zu Ende. Ja, aber sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Requisiten in Ordnung sind. Meine Requisiten sind in Ordnung. Seit 30 Jahren in Ordnung. Ja, hallo? Hier ist Zirkus Krone Hamburg. Augenblick bitte. Henrike? Ja, Misha, du bist da. Ja, ich bin wieder hier, wenn es recht ist. Ich mache von Vaters großzügigem Angebot Gebrauch, mich hier zu erholen. Nein, dieser Rossum ist leider ein Vollidiot. Ich bin froh, dass Sie das noch rechtzeitig gemerkt haben. Hä? Oh, ganz einfach. Ich sauf erstmal Vaters Schnaps aus, solange der Vorrat reicht. Und dann wird man weitersehen. Ich habe da noch zwei andere Sachen laufen. Naja. Und wie geht's denn bei euch? Vico ist noch nicht da. Nein, wir haben keine Ahnung. Vater hofft immer noch, dass Jakobsen etwas weiß. Der wird heute Nachmittag gewartet. Ja. Misha, eigentlich wollte ich Henrike sprechen, wie es Tino geht. Ja, sei so lieb. Henrike und Tino sind im Garten. Misha, ruf sie. Und was sagt Misha? Die Sache mit Rossum ist geplatzt. Naturalmente, aber ich bin sicher, er hat 10 andere Pläne, die gehen dann auch wieder alle. Ach. Red nicht so, Rodolfo. Du weißt ganz genau, wie schwierig es ist, für Misha eine Arbeit zu finden, die... Ja? Tino, mein Schätzchen, grüß dich.
wie geht's dir denn? Gut, und dir? Sag Mami, dass du mittags schön geschlafen hast. Ich hab schon Mittag geschlafen, Mami. Und dass du sehr artig bist. Ich bin sehr artig, Mami. Ja. 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 Und jetzt sag noch toi, toi, toi für heute Abend. Toi, toi, toi. Na fein. Und jetzt darf ich noch mal. Ja. Hallo, Francis. Wie war die Fahrt? Miki, Pedro, was macht ihr denn da? Der wird gewaschen und Zähne putzen muss er auch. Aber wie kommt ihr denn auf die Idee? Das ist ja Tierquälerei. Ich muss auch immer Zähne putzen und niemand sagt Tierquälerei. Mama, der hat so gestunken, der hat bestimmt 4 Wochen nicht mehr gebadet. Ach, wir haben noch gar nicht mal richtig ausgepackt und schon macht ihr solche Blödsinn. Also raus mit sich aus Wasser. Habt ihr mich verstanden? Aber Mama. Also jetzt schnell abtrocknen, ja, mit sich. Was ist denn hier für ein Krach? Ja, die Tiere waren gar nicht. Ruhe, verdammt nochmal. Kannst du nicht einmal auf Kinder aufpassen, wenn Sascha nicht da ist und ich muss einkaufen? Was machen wir, wenn morgen Ziege krank ist? Deine Sorgen möchte ich haben. Seit wann arbeitest du denn schon auf der Werft? Seit 2 Jahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Tina habe ich gesagt, jetzt wo der Willi und der Klaus auf der Welt sind. Weißt du eigentlich, dass wir Zwillinge haben? Nee, woher? Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Also ich habe gesagt, jetzt ist Schluss mit der Rumreiserei. Naja, und da habe ich das hier angenommen. Nächsten Monat kommen die 2 schon in den Kindergarten. Na, fabelhaft. Sag mal, und alles, was vorher war, Zirkus, Dorias, Trapez, vergessen? Ja, na klar ist das vergessen. Naja, das war alles sehr schön, Sascha. Ich habe eine Menge gesehen. Aber jetzt weiß ich jeden Tag, wann Feierabend ist. Ich weiß, was ich mit meinem Wochenende machen kann. Ich weiß, wann ich Urlaub habe. Und das Wichtigste, mein Vertrag hier, der wird mir immer wieder verlängert, solange ich keinen Blödsinn mache. Und ich mache keinen Blödsinn, du. Das kannst du mir glauben. Und du kriegst also hier auf halbfertigen Schiffen rum? Naja. Und Sport treibst du überhaupt nicht mehr, hm? Natürlich mache ich Sport. Jeden Sonntag, jeden Mittwochabend. Turnst du? Nee, wieso Turn? Bowling, alle hepp. Aha. Naja, ich dachte, wenn du mal Flieger war, das lässt einen nicht mehr los. Ja, da hast du recht, Sascha, das lässt einen auch nicht mehr los. Aber ich bin nie ein guter Flieger gewesen, weißt du? Das ist eben der Unterschied. Wenn ich so gewesen wäre wie Vico, aber ich war immer nur Adi Frese. Ein guter Kranführer, wie mir mein Chef sagt, aber kein Flieger, Sascha. Aber sag mal, warum bist du nur hier gekommen? Ach, nur so. Ich wollte mal sehen, wie es dir geht, was du so machst. Ne? Das will ich dir sagen, was ich mache. Ich trinke jetzt mit dir erstmal ein gepflegtes, kühles Blondes. Ja, das ist eine gute Idee. Es war völlig zwecklos, ihn überhaupt zu fragen. Na, lass mal gut sein. Das wäre doch nicht gegangen. Der Frese war nie gut. Muss ich eben zu Kruppler reingehen und Bankrott anmelden. Vielleicht könnte doch Rodolfo Vicos Part übernehmen. Nein, das kann er nicht. Das weißt du genauso gut wie ich. Kruppler wird uns eine Konventionalstrafe aufbrummen. Na schön. Dann wir auch noch überleben. Entschuldigung bitte, Herr Horn war da. Vater möchte bitte zu Herrn Direktor Kruppler kommen. Na bitte. Das kann man sagen. Jedenfalls was Kogler betrifft. Der nimmt uns nicht, solange Vico nicht da ist. Bitte, Sascha. Rodolfo kann genauso viel wie Vico. Du kannst genauso viel. Ach komm, machen wir uns doch nichts vor. Wir fahren nach Hause und machen Urlaub. Das haben wir uns doch schon immer gewünscht, oder? Tja, das ist schlimm. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich enttäuscht von Ihnen bin, Carlo. Also, für den Schaden stehe ich gerade. Das heißt, nur so lange, bis Sie Ersatz haben. Ach, und Sie glauben, für die Dorias gibt es Ersatz, ja? Oh, Sie wollten ja auch die Ugandas engagieren. Jaco hat mir doch alles erzählt. Bitte, großartige Truppe. Wie konnte das Ganze überhaupt passieren? Sie haben doch gewusst, dass Vico noch nicht frei ist. Ach, was? Der ist doch seit 12. in Hollywood fertig. Woher wissen Sie das? Weil ich mit dem Studio telefoniert habe. Der 12. war der letzte Drehtag. Ich denke, Sie haben nur ein Telegramm geschickt. Und zuerst. Ich sag, weil ich da nichts hörte, da habe ich noch mal im Studio angerufen. Und Moment mal.
Woher wissen Sie eigentlich, dass ich nur telegrafierte? Das hat mir ein junger Mann erzählt, der gerade aus Amerika zurückgekommen ist. Hä? Doch nicht. Rico? Wie sein Name ist, weiß ich nicht. Ähnlich sieht er ihm jedenfalls. Aber Sie können ihn ja mal fragen, er steht ja da draußen. Vigo! Hallo, Vater. Vigo! Mein Junge! Du bist... Du bist hier, hä? Meldest dich nicht! Lass mich hier zittern! Lass mich hier warten! Zittern, du und zittern. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, was ich mir für Sorgen mache, wo du bleibst? Das ist es, Karl. Genau das ist es. Sascha hast du dir machen sollen. Das war nämlich der Sinn von der Geschichte. Was willst du denn? Lass mich mal reden. Du hast deinem Vigo ein Telegramm von 3 Zeilen nach Amerika geschickt, wann er in Hamburg zu sein hätte. Und du denkst, das genügt, ne? Ich habe... Hättest du nicht wenigstens ein kleines Telefongespräch an? Wir können das ihm sagen, du hast schon mal geguckt. Der Herr Kochler hat uns ein großzügiges Angebot gemacht. Sei so gut und komm nach Haus. Oh, das war dir schon zu teuer. Ne? Jetzt will ich dir aber sagen, wie oft ich mit Kalifornien telefoniert habe. 4 Mal. Stimmt's, Vigo? Ja, Junge war sauer. Der war richtig sauer. Verstehst du das nicht? Ich wollte doch Urlaub machen. Urlaub für alle. Frag doch Sascha und Lona. Habe ich Francis vielleicht gezwungen zu arbeiten mit ihrer kranken Hand? Nee, habe ich nicht gemacht. Wir wollten alle Ferien machen. Die Kinder sind ja selber schuld. Die haben gesagt, so ein Angebot kann man doch nicht ausschlagen. Oder stimmt das etwa nicht? Ja, selbstverständlich stimmt das, nicht wahr? Das glaube ich dir ja auch alles. Aber hätten das nicht am Telefon sagen können, anstatt so ein Telegramm da zu schicken? Ja, natürlich. So. So kann man das auch sehen. Klar. Was soll ich denn nun machen? Verlangt ihr von mir, dass ich vor euch auf die Knie falle, oder was? Na, schon der Hose. Ich verlange von dir, dass ihr mit Telefongebühren ersetzt. Und ich verlange, dass ihr eine anständige Nummer abliefert morgen Abend. Ja, und ich verlange, dass ich jetzt endlich Nina guten Tag sagen kann. Hallo, ihr seid das Letzte. Vigo, mein Junge. Ich habe immer gewusst, du kommst noch zurecht. Der ist doch wirklich unverbesserlich. Ja, war es denn wirklich notwendig, dass ich bis heute gewartet habe? Schließlich habe ich mich auch aufgeregt. Nur der Junge muss doch immer ein paar Tage Urlaub machen. Außerdem wollte ich nicht eher was sagen, bis ich ihn leibhaftig aus dem Flugzeug steigen sehe. Wir werden noch einmal Schiffbruch mit Ihren krummen Sachen machen, Jakobsen. Herr Kochler? Ja? Darf ich Sie an was erinnern? Hm? Meine vorletzte krumme Tour war Ihre Idee. Nina? Nina? Herr Klopp, so spät bei Nacht und Kind? Und Carlo Doria, das Kind. Vigo. Ja, wie geht's? Danke. Ninochka, ist das mal eine deutsche Lunge? Я уже думала, ты больше не придешь. Ты мне писал, я о тебе ничего не слышал. Verstehe wieder mal kein Wort. Ты не знаешь, какая я счастливая. Was? Ich hab gesagt, das ist so schönes Wetter. Und jetzt, meine Damen und Herren, bittet Zirkus Krone um ihre geschätzte Aufmerksamkeit für eine der größten zirzensischen Darbietungen unserer Zeit. The Flying Dorias!
sensationelle Todessprung aus der Zirkuskuppel. Francis Doria springt mit verbundenen Augen in die Arme ihres Bruders Sascha. Wir bitten um absolute Ruhe. Der einzige Artist, der zurzeit den dreifachen Salto Mortale beherrscht. Sie sehen eine einmalige Sensation.
erfahren. Ich bin in einer Zwangslage. Ich weiß auch nicht, wie Sie Carlo überreden wollen, aber wenn es jemand schafft, dann sind Sie es. Und Sie nehmen dann den alten Nitschewo? Sie haben doch mein Wort. Zentral- und Ostschweiz, Wallis, Nord- und Mittelbünden unter Föhneinfluss, meist sonnig. Alpen Südseite und Engadin stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise Niederschläge mit örtlichen Gewittern. Meine Damen und Herren, und nun laden wir Sie ein zu einer fröhlichen Unterhaltungsrunde. Es kann so, da sind Sie schon wieder. Fernsehen. Francis! Musik. Francis, wie siehst du denn aus? Deine Haare sind hier abgeschnitten. Ach, du hast doch so schöne Haare gehabt. In jeder Illustrierten könnt ihr lesen, dass eine Frau sich ab und zu verändern muss, wenn sie ihren Mann fesseln will. Also, neue Schuhe, neues Kleid, neue Tasche, neue Haare. Und guck dir Tino an, neue Schuhe, neuer Anzug. Alte Haare, Gott sei Dank. Wenn Rodolfo heute Abend zurückkommt, soll er eine völlig neue Familie finden. Aber sag mir mal, warum denn ausgerechnet so blond? Warst du schon mal mit einem Italiener verheiratet, Vater? Warte mal. Nein, erinnere mich nicht. Na siehst du, sonst wüsstest du wahrscheinlich, dass Italiener bei jeder blonden Frau die Augen aus dem Kopf fallen. Mein Rodolfo ist da nicht anders. So. Und das kann er jetzt haben. Jeden Tag. Aber zu Hause. Du, hör mal, ich glaube, da kommt ein Italiener schon. Los, komm, wir wollen sehen, was er sagt. Nimm mir lieber gleich einen doppelten Schnaps mit. Vielleicht merkt er überhaupt nichts. Sascha. Na, du bist gut. Weißt du, was ich beim Friseur bezahlt habe? 62 Franken. Ja, ist ja gut. Aber ich glaube, wir warten lieber hier. Komm, Tino. Henrike wird aufmachen. Der Papa kommt gleich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, bitte, Sie wünschen? Wer sind Sie denn? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ist mein Vater nicht da? Vater? Ich bin Mischa Doria. Papa! Nein, Tino, ich bin nicht dein Papa. Mensch, bist du groß geworden. Mischa, du hast es meine Freude. Ich bin wieder da. Mischa! Ja, bin wieder da. Da, Freunde, du bist ja blond. Ja. Ich habe leider lange nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Auch auf Umwegen, direkt aus dem Paradies. Das heißt, aus einer Fieberbaracke am Kongo und dann aus dem Polizeigefängnis in Toulon. Und nach dem herzlichen Empfang hier zu urteilen, kommt mein Besuch sehr gelegen. Entschuldigung. Henrike war unfreundlich? Naja, wer ist denn das? Das erkläre ich dir, komm nur rein. Wie war es denn sonst denn auf? Erzähl mal. Naja, war. Aber wieso seid ihr alle hier? Habt ihr kein Engagement? Macht ihr fehlt? Gott sei Dank endlich einmal. Ah ja. Ja, stell dir vor, wir sind faul und genießen sehr. Du bleibst doch hoffentlich etwas, oder? Nein, ich muss morgen früh schon weiter nach Zürich. Ich wollte nur vorher mal reinschauen bei euch. Ja, kann ich die nachher mal alleine sprechen, Vater? Das kannst du gleich. Und ihr macht inzwischen einen guten Kaffee. Komm, Junge. Das ist mir natürlich sehr unangenehm, dass ich ihn nicht erkannt habe, aber ich habe noch nie ein Foto von ihm gesehen. Unser Bruder Mischa, Abenteurer vom Dienst, Raubtierfänger in Afrika und leider nicht sehr erfolgreich. Und was ist mit seiner Hand? Kaputt schon lange, als unsere Mutter ums Leben kam. Hat Ihnen das Vater nie erzählt? Nein. Wir gastierten damals in Antwerpen. Mutter arbeitete noch mit auf dem Trapez. Aber nicht da im Wohnwagen passierte es. Kurz nach unserem Auftritt war sie allein im Wagen und der kleine Benzinkocher explodierte. Der ganze Wagen stand sofort in Flammen und Mutter ist elend verbrannt. Wir kamen nicht mehr in den brennenden Wagen hinein, die Tür war verklemmt. Nur Mischa konnte ein Fenster einschlagen. Er kroch hinein, aber er konnte ihr nicht mehr helfen. Tja, und seitdem ist seine Hand kaputt. Mischa war bis dann der Fänger in unserer Truppe. Aber nach dem Unfall war das natürlich aus. Wir hatten damals alle ein ganzes Jahr ausgesetzt. Vater war völlig fertig. Er ging in keinen Wohnwagen mehr um. Jeden Zirkus machte er einen großen Bogen. Ja, und eines Tages fingen wir dann doch wieder an zu arbeiten. Bis auf Mischa, der konnte natürlich nicht. Ich glaube, das hat er bis heute nicht überwunden. Es wäre alles noch gut gegangen, aber dann kam die Unruhen im Kongo. Wir verloren die ganze Ausrüstung. Als wir glücklich außer Landes waren, da haben sie mich in Toulon festgesetzt, bis die Sache mit der Kaution geklärt war. Das ist total Schaden. Du bist selber schuld. Ja, am Ende ist man immer klüger. Ich habe dich gewarnt. Tierkauf, Tierfang in Afrika, das ist doch ein Risiko. Und wenn ich dann noch höre, dass ich illegal gearbeitet habe, da wird mir direkt schlecht.
wie heißt das schöne deutsche Sprichwort? Wer nicht wagt... Komm, hör auf. Bei deinen Unternehmungen, da muss man immer damit rechnen, dass du aus irgendeinem Krankenhaus anrufst. Und jetzt ist es sogar drin, dass du auf der Polizei landest. Naja, ich weiß, du hättest am liebsten, wenn ich in irgendeinem Büro sitzen würde. Mischa, die Bärennummer, die du dir aufgebaut hattest, die war nicht schlecht. Du hast alles gleich wieder hingeschmissen. Du hast keine Geduld. Versuch's doch nochmal. Du, Kogler hat heute angerufen. Mit dem könnte ich doch mal sprechen. Vielleicht gibt er dir eine Chance als Dompteur. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie Mischa Doria mit seiner einzigartigen Dressurleistung. Petsy, das Bärenkind. Was willst du denn sonst? Du gehörst doch zum Zirkus. Nein, Carlo, nicht mehr. Nicht mehr, das ist es ja gerade. Was ich mal gekonnt und gelernt habe, das geht nun nicht mehr. Als Dompteur war ich doch eine Niete. Und ob ich ein guter Clown wäre, ich glaube, dazu habe ich zu viel Humor. Und um mir das zu sagen, bist du hergekommen? Nein. Leider nein. Ich muss dich um Geld bitten. Dass mir das nicht leicht fällt, das kannst du mir glauben. Warum bleibst du nicht eine Weile hier? Erholst dich. Kannst du doch in Ruhe überlegen, was du tun willst. In Ruhe. Wir sind eine zauberhafte Familie, Carlo, aber ich gehe euch auf die Nerven. Und mit Verlaub, ihr mir auch. Aber was willst du denn nun tun? Ja, weißt du, ich treffe mich morgen früh in Zürich mit Rossem. Der fliegt nächste Woche nach Kapstadt und sucht Leute, die sich da unten auskennen. Du willst dich beteiligen? Nein, keine Angst. Ich brauche bloß so für mich 500. Es macht doch einen schlechten Eindruck, wenn man sie nicht selbst die Übernachtung und Whisky zahlen kann. Micha, du weißt ja, dass wir immer für dich da sind. Aber was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich mir große Sorgen um dich mache. Das war, als die PKC vorübergehend leichter wurden. Ach du lieber Gott. Ich hoffe, du hast ihn nicht bluffen lassen. Natürlich habe ich, Idiot. Und deine Bezugsrechte? Ach Helmut, es tut mir leid. Ich lerne das wahrscheinlich nie. Ich habe gedacht, der Kurs ist ausgereizt. Eh? Und dann nachher, da habe ich einfach nicht mehr den Mumm gehabt, zurückzukaufen. Verstehst du? Und hast du dir schon mal durchgerechnet, was sich das gekostet hat? Nein. Und ich gedenke auch nicht, das zu tun. Aber du sag mal, was hältst du von Maschinenbauwerken? Entschuldigt bitte. Oh. Wenn ich euer interessantes Gespräch mal kurz unterbreche. Oh, guten Tag, Herr Kogler. Ich wollte nur wissen, ob alles gut angekommen danke. Ist. Danke. Uns geht's prima. Aki ist ein bisschen erkältet, aber es ist nicht weiter schlimm. Haben Sie schon gehört? Lilly hat ihre PKC verkauft. Nein. Ich habe die Nerven verloren. Ach, das tut mir aber leid. Aber ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn Helmut mich nicht davon abgehalten hätte. Wenn du so weitermachst, wirst du noch ein reicher Mann. Helmut ist ein reicher Mann. Er hat sich jetzt die Pension gekauft. Was? Wie viele Betten sind das eigentlich? 42. Sonne, aber an der Hypothek werde ich noch eine Weile zu knabbern haben. Sag mal, warum verkaufst du eigentlich nicht hauptberuflich Börsentipps? Und ich drehe dann als Clown auf. Weißt du, das wollen wir mal lieber lassen. Habt ihr gehört? Die Dorias kommen. Ja, ich weiß. Und ich freue mich sehr. Mit den Dorias war ich bei Schumann. Und Nietzsche, wo kommt auch? Ja, der kommt auch. Aber... Na nun, Sie sagen das so. Na ja, ich mache mir einige Sorgen um ihn. Ich habe ihn jetzt in Frankfurt gesehen, da reißt keine Bäume mehr aus. Aber Herr Kogler, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie jemanden engagieren, der nicht allererste Klasse ist. Ach, Sie meinen, weil ich Sie genommen habe? Na ja, sagen wir mal, Sie haben meine Tiger genommen und mich so als lästige Beigabe. Hm? Stimmt, aber es bleibt unter uns. Stimmt. Bist du verrückt? Was willst du denn machen, Vater? Die Fräse ist unsere einzige Chance. Fräse? Ein Nichtskönner, ein Stümper. Weißt du noch, in Saarbrücken, um ein Haar hätte er dich mit dir runtergerissen. Das war ja nicht allein seine Schuld. Erinnere dich doch mal bitte. Ist ja auch gleichgültig. Vigo ist pünktlich. Der ist immer pünktlich. Vater, wir wissen doch gar nicht, ob er das Telegramm bekommen hat. Geschweige denn, ob er überhaupt gedenkt, zurückzukommen. Wenn wir Fräse in Hamburg gleich finden, dann haben wir immer noch Zeit zum Üben. Und dann wird es eben mal keinen Dreifachen geben. Das wird auch gehen. Kogler hat uns für den Dreifachen engagiert. Vergiss das nicht, mein Junge. Also dann verstehe ich nicht, wie du den Nerv hast, nach Hamburg zu fahren, ohne zu wissen, ob dein Sohn überhaupt kommt. Er kommt. Pass auf, wenn wir hinkommen, ist er schon da. Jetzt pass auf, Minutschka. Das ist Radgaus.
Das ist Rathgausplatz. Hier ist Jungfernstiege. Und hier beginnt Alster zu fließen. Hauptflut. Nina. Gefällt dir das Kleid? Ja, ich hatte ja auch im Zirkus in Krone. Hier, wir sprechen Deutsch. Wozu habe ich dich Deutsch gelernt? Du wirst sehen, wenn wir beide zusammen Deutsch sprechen. Die Deutschen werden überhaupt nicht merken, dass wir Ausländer sind. Garantiert. Also, was willst du sagen? Vielleicht kann ich auch beim Krone irgendwie Geld verdienen. Und von erster Geld kaufe ich mir ein neues Kleid. Gut, gut, gut. Aber schlecht. Du wirst dir kein neues Kleid kaufen. Ein neues Kleid für Ninochka kauft ihr alter Vater. Und die erste Gage, die ich bekomme. Znaisch, Ninochka, das ist berühmte Alsterpapier. Und da ist mir einmal eine so lustige Geschichte passiert. Das muss gewesen sein im März 1926. Nein, nein, das war im Dezember. Guck mal, Papa. Zirkus Krone. Und Dorias. Da muss auch Vigo dabei sein. Hast du gewusst, dass die Dorias im Programm sind? Keine Ahnung. Oder glaubst du, dass der Vigo immer noch in Amerika ist? Ja, er wird schon hier sein. Aber jetzt nehmen wir eine Taxi. Taxi ist viel zu teuer. Wir können doch fragen. Fahren wir lieber Straßenbahn, hm? Klaunitsche, wo fährt ins Engagement mit Straßenbahn? Ich bitte dich, ich bin doch hier sehr bekannt. Verzeihen Sie, zuerst eine Frage. Ich habe nämlich sehr wenig Geld, also deutsches Geld. Was kostet bitte eine Taxe bis zum Zirkus? Heiligen Geistfeld. Ja, Geistfeld. 3 bis 4 Mark. 3 bis 4. Ja, gut. Ich bin nämlich selbst vom Zirkus. Ich habe hier gespielt vor 4 Jahren. Vielleicht Sie haben mich gesehen. Ich bin Klaunitsche. Oh, Sie haben mich gesehen. Nee, kann mich nicht erinnern. Na, macht nichts. Sie werden mich sehen. Ich werde Ihnen Freikarten schenken, ja? Nein. Gut, bitte helfen Sie mir. Dankeschön. Ich finde, hier stehen wir erstmal gut. Und ladet ab, ich gehe zu Kugler. Hallo, Gordon. Cantoria. Sind ja früher da, als wir dachten. Ja, ich wollte gleich aufbauen und mit dem Training anfangen. Ist in Ordnung. Ich kümmere mich darum. Hallo. Wissen Sie vielleicht, welchen Wagen mein Sohn Vigo hat? Vigo? Der ist doch noch gar nicht da, soviel ich weiß. Ist noch nicht da? Wissen Sie das bestimmt? Herr Doria, ich wüsste, wenn Vigo da wäre. Jeder wüsste das. Na, der kommt doch heute Abend, nicht? Aber... So, meine Herren. Ja, ist gut. 12 Zentner täglich. Ist in Ordnung. Ich melde mich dann wieder. Auf Wiederhören. Hallo! Ja, Direktor Kugler. Ach, wie schön, Sie wieder zu sehen. Ich freue mich auch. Gut, dass Sie pünktlich sind. Ja. Alles gesund? Ja, danke schön. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, Kleinigkeit. Was, für mich? Carlo, was soll das? Ah, nicht der Rede wert. Carlo, da sind ja Elefanten drauf. Ja, Ihre Elefantennummer. Na, das ist aber sehr aufmerksam. Wo kriegt man denn sowas? Krawattenladen. Ja, ja. Bitte setzen Sie sich doch. Na, wie geht's unserem Star, dem Vigo? Ja, Herr Vigo. Ja. Mesdames et messieurs, les Sambrines vous présentent un double saut périlleux en planche.
Ja? Ja? Ja, ich höre. Ach du lieber Gott. Na, was sagt denn der Arzt? So. Ja, damit fällt die Nummer für uns aus. Ja, natürlich brauche ich einen Ersatz. Jakobsen ist gerade bei mir. Ja. Ja, so ist es. Vielen Dank. Und auf Wiederhören. Beckenbruch. Das kann ein paar Monate dauern. Herr Kugler, ich habe jetzt die endgültigen Verladetermine. Ich habe eben mit Paris telefoniert. Die Sambrinos sind verunglückt. Damit fällt die Nummer für uns aus. Wir müssen für Hamburg die Plakate und Programme umdrucken, Horn. Verladetermine, es hat noch Zeit. Guten Abend. So, Jakobsen. Wen kann ich haben? Fliegendes Trapez. Oh. Sieht schlecht aus, Herr Kugler. Die Albanos gehen nach Südamerika, die Flying Teddies gehen mit Ringling nach Japan. Halt mal, hier, die beiden Christos. Ja, die kennen Sie aber. Seine ausgezeichnete Luftbalance ohne Netz. Jakobsen, wenn ich 8 Monate auf Europa-Tournee bin, Amsterdam, Hamburg, London, Paris und so weiter, da kann ich doch nicht mit einer Luftbalance kommen. Da brauche ich ein anständiges fliegendes Trapez. Was ist mit den Dorias? Nein. Die Krisen hat. Wieso nicht? Die sind inzwischen ja viel zu teuer geworden. Dorias, das ist eine Weltnummer. Topstar, so absolute Spitze. Ne? Meine Gagen sind auch spitze. Was könnte ich schon kosten? 800 oder 1000 am Tag? Hm? Sind Sie denn frei? Na, frei sind Sie schon. Aber selbst wenn Sie 1200 bezahlen, Herr Kugler, Sie können Sie jetzt nicht haben. Ich habe nämlich den Carlo Doria in Zürich getroffen, hat er mir gesagt, Sie wolle jetzt einmal Pause machen. Quatsch, ich kenne keine Artisten, die gern Pause machen und nichts tun. Och, Herr Kugler, Sie vergessen die Dorias. Sie können sich das doch leisten, mal eine Saison auszusetzen. Jakobs. Ja, nein, der Achterzug braucht jetzt. Braucht die Manege nicht. Nehmen Sie die Elefanten rein. Hecker, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe was anderes zu tun. Ja, Moment mal. Wo sind die Dorias jetzt? Oh, vermutlich in Ihrem Haus in Solothurn. Haben Sie die Nummer? Das hat doch ganz weg, Herr Kochler. Die Nummer. Also schön. Solothurn 46613. Helga, Solothurn, Schweiz 46613. Und machen Sie mir gleich eine Verbindung mit Carlo Doria und stehen Sie dann durch. Ja, danke. So. Das warten wir jetzt mal ab. Ja, der Carlo wird sich bestimmt freuen, Ihre Stimme zu hören. Und dann wird er sehr nett, sehr liebenswürdig, sehr freundlich sein. Ja, aber das möchte ich ganz gerne mal von ihm selbst hören. Ja, bitte. Außerdem ist Vigo in Hollywood und dubelt einem großen Zirkusfilm. Und ohne Vigo ist die Nummer sowieso uninteressant. Ja, Hollywood, was ist heute schon Hollywood? In 8 Stunden kann er hier sein. Das ist doch kein Problem. Ja, wenn er mit seinem Film fertig ist. Nicht? Aber Herr Kugler, jetzt mal ganz was anderes. Wir sprachen doch vorhin von Nietzschewo. Könnten Sie dem seine Nummer nicht noch in Ihr Programm einbauen? Nietzsche, wohin habe ich kürzlich in Frankfurt gesehen. Das ist aber wirklich letzte Garnitur. Na, da tun Sie mir Unrecht, Herr Kochler. Das ist der Mann, der hat Pech gehabt in letzter Zeit. Und war immer schlecht platziert. Aber man sieht den so richtig mit Liebe rausbringen. Dann ist er bestenfalls als Reprisenclown zu gebrauchen. Aber als eigene Nummer unmöglich, Jakobsen. Nein. Wirklich, alles was recht ist, aber tut mir leid. Moment mal. Ja? Ja. Zirkus Krone, Kogler. Kann ich mal Carlo Doria sprechen? Er ist im Garten, aber ich kann ihn rufen. Ja, ist gut, ich warte. Carlo! Carlo! Ah, was ist denn? Telefon! Ich kann jetzt nicht, ich will meine Hose spritzen. Kogler, Zirkus Krone! Moment. Habe ich richtig gehört, Kugler? Ja, na hoffentlich verkauft uns Vater nicht schon wieder. Ich fahre nach Basel, Rick, ich nehme Tino mit, der Junge braucht was zum Anziehen. Und ich muss dringend zum Friseur. Ja, ist gut. Und wenn mein Mann kommen soll, ich bin am frühen Abend zurück. Er kommt sofort. Was will er denn? Ich weiß es nicht. Carlo? Ja, Herr Rektor Kugler, komme ich denn zu der Ehre? Danke, gut. Ja, wir faulenzen. Bin gerade dabei, meinen Garten ein bisschen in Ordnung zu bringen. Was, 12 Tagen Premiere? Nein, das ist nicht zu machen. Sie haben doch die Sambrinos annonciert. Ach, tut mir leid. Gute Leute. Nein, das kann ich meinen Kindern gar nicht zumuten. Wir haben das Rumreisen jetzt mal für eine Weile satt. Nein. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Herr Direktor. Vigo, der dreht in Hollywood und Rodolfo ist bei seinen Eltern in Italien. Er kommt zwar heute zurück, aber... Nein, das geht wirklich nicht. Aber sehr nett von Ihnen, dass Sie an uns gedacht haben. Vielleicht das nächste Mal, Herr Direktor? Ist das Ihr letztes Wort, Carlo?
Naja, da kann man nichts machen. Also alles Gute und schöne Grüße an die ganze Familie, ja? Wiederhören. Scheiße. So gut möchte ich es auch einmal haben, eine ganze Saison aussetzen zu können. Da sieht man wieder, dass man den Artisten viel zu hohe Gagen bezahlt. Da mache ich Ihnen mal einen Vorschlag, Herr Kogler. Springen Sie doch mal mit dem dreifachen Salto Mortales in Zirkus Koppel. Und wann Sie dann wieder Sambrino da mit dem Beckeprobe vom Kreuzli? Dann werden Sie merken, ein Artist wird immer noch zu schlecht bezahlt. Ja, ja, ich weiß, damit Ihr Agent noch höhere Prozente schlucken könnt. Puh. Hören Sie mir, Jakobsen. Sie sind doch mit Carlo befreundet, ja? Ja, das kann man sagen. Also ich meine, richtig befreundet. Mhm. Und Sie sind sein Freund und Sie sind mein Freund. Ich zahle ihm 1200 pro Tag, eine Gage, die ich noch niemals gezahlt habe. Aber ich muss die Dorias haben. Hm? Und wenn Sie wollen, dann nehme ich in Gottes Namen auch noch den Nietzschebo ab. Ein Koppelgeschäft? Ist aber nicht üblich, Herr Kogler. Ist auch unmoralisch. Blödsinn. Braucht doch der Mann nicht. Binden Sie sie los, Willi. War der schon da? Ja, die ist schon da. Alles gut, komm mal mit. Fangen Sie ohne mich an, Willi, ja? Na, Doktor? Wie sieht's aus? Ja, die Schwellung ist weg. Ich habe ihr noch eine Injektion gegeben. Wenn sie jetzt ein paar Tage Ruhe hat, dann kann sie bald wieder arbeiten. Dann können wir sie also mitnehmen. Aber ich muss sie mitnehmen. Leila ist mein Führungswert bei der Sechservolte. Ja, das können Sie schon riskieren, Herr Kogler. Na? Wann wollen Sie verladen? 16, dann haben wir 8 Tage Zeit. Ja, ja, das kommt schon hin. Also Sie können sie auf dem Transport ein bisschen isoliert stellen, damit sie nicht gleich wieder einen abkriegt. Ne? Ja, das können wir machen. Dann nehmen wir Polen mit in den Wagen, dann kann nichts passieren. Na, dann Polen? Aber nein. Solange die Pferde unterwegs sind, bleibe ich bei ihm. Ich lass doch nicht Leila allein und fahr im Salonwagen. Na, Salonwagen fällt sowieso flach. Bei den heutigen Eisenbahntarifen muss ich jede Achse einspannen. Benno, geh doch mal rüber zu Helga ins Büro und sag ihr, wenn der Agent anruft, der Jakobsen, dass ich hier bei den Pferden bin, man soll mich sofort holen. In Ordnung. Ich habe immer noch keine Trapeznummer. Ja, mir kann es ja recht sein. Aber ich verstehe denn nur nicht, warum ihr mir alles seit einem Vierteljahr in den Ohren liegt, dass ihr aussetzen wollt. Genug mit der Schinderei. Das habe ich nie gesagt, Vater. Ich habe nur gesagt, aber dass ich vielleicht... Aber ich hab's gesagt. Vico auch. Wie stellt euch das vor? Ich kann mit meinen Händen jetzt kein Trapez halten. Aber Francis, wir können nur mal umstellen. Du nicht machen Trapez, du nur machen Todessprung, Liebling. Das genügt. Und die Passage? Wenn Kogler uns haben will, dann will er auch die Doppelpassage sehen. Dann wird eben Lona mitfliegen. Wir haben noch 10 Tage Zeit zum Trainieren. Lona, die Passage. Schaffst du's? Ich werde es schaffen. Na also. Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, eine Tournee mit 1200 am Tag lässt man sich doch nicht einfach durch die Lappen gehen. Ich stelle also fest, außer Francis, wollt ihr alle schon wieder arbeiten? Von mir aus können wir morgen anfangen. Ich auch. Ich will auch arbeiten, so ist das nicht, Vater. Ihr habt euch immer auf mich verlassen können. Aber ich denke natürlich auch an Tino. Soll ich das Kind wieder hier alleine lassen? Das Kind wäre doch bei Henrike gut aufgehoben, meine ich. Ja, sicher. Henrike ist in Ordnung und wird gut für ihn sorgen, aber das ist doch nicht... Für das Problem wird es sicher auch eine Lösung geben. Am wichtigsten ist jetzt, dass wir so schnell wie möglich mit Kogler klarkommen. Ruf ihn doch gleich mal an, Vater. Sascha, das geht nicht. Gestern sage ich nein, heute sage ich ja. Nein, 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 das muss Jakobsen machen. Wollen Sie nicht lieber hineingehen zu Carlo, Herr Jakobsen? Nein, 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 die müssen mich schon holen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass die sich die Kappe ein bisschen heiß reden. Ordentlich in die Wolle müssen sie sich kriegen. Also Sie sind ein alter Fuchs, Herr Jakobsen. Das muss ich doch, ist doch mein Geschäft. Henrike, wann ich denen ins Haus gefallen wäre, hätte sie alle zusammen gefragt, wollt ihr in 11 Tagen beim Kogler anfangen? Hätte es mich doch glatt rausgeschmissen. So habe ich jeden langsam angekocht und jetzt klappt's. Das Einzige, was man Sascha macht, ist der Vigo. Amerika ist halt doch verdammt weit, nicht? All set, fellas. I want to take it this time. Of course. Take 7 coming up. Just been waiting for you. Could I have that spotlight on me now, please? How's it with you, Vigo? Can we do it? Yeah, that'll be fine. Well, I'm ready anytime you like, Charles. All right, may I have the spotlight, please, on Vigo himself? All right, that'll be all right. Are you all right, Rory? I'm ready. You, Ed? Ready. Then I'm all right. Quiet! Roll it! 13:28, take 7. Okay, Vigo, you're on your own. Thank you.
Okay, cut. Very good, Vigo. How was that for you, Roy? Okay. And you, Ed? Well, that wraps up that sequence. Vigo, I want to thank you very much. That was the last take, and needless to say, you were magnificent. No, I have to thank you, Charles. It was great fun working for you. See you tonight. Okay. Well, what else is on the books? Mr. Dorian, telegram for you. Thank you. I think, Herr Dorian, I'll get you a cup of coffee. Okay. Na, so weit kommt's. Bad news? Abschluss Europa-Tournee Krone perfekt. 8 Monate, Premiere Hamburg, Dienstag, den 18. Carlo. Was heißt das? Das heißt, dass mein Vater eine einsame Entscheidung getroffen hat und seine Söhne dürfen stramm stehen. Aber diesmal hat er sich geschnitten, mit mir nicht. Sie wollen nicht fahren? Ich bin doch nicht verrückt. Er telegrafiert mir hier 3 Zeilen und glaubt, ich springe ins nächste Flugzeug, um mir an den Hals zu fliegen und zu danken dafür, dass er uns 8 Monate quer durch Europa hetzt. Benny, ich hab's satt, mir steht's bis hierhin. Was ihr hier mit mir gemacht habt, das ist auch für einen Menschen, der im Training ist, zu viel gewesen, wenn Sie mich fragen. Aber bitte, die Arbeit hat Spaß gemacht. Ich glaube auch, sie ist gut geworden. Nun das hier, Premiere, Dienstag, 18. Wenn das so weitergeht, bekomme ich ein Telegramm. Hochzeit perfekt, Braut Schild hat aber Geld, Gruß Carlo. Das heißt, das Wörtchen Gruß wird er sicher auch noch sparen. Vielleicht hat der Vater... Mein Vater, Sie kennen meinen Vater nicht. Carlo ist der Chef der Truppe. Was er will, wird gemacht, und zwar bedingungslos. Früher, als Micha noch dabei war, hat der ihm wenigstens ab und zu die Meinung gesagt. Leider hat er einen Unfall gehabt. Glauben Sie, mein Vater hat mich schon einmal gefragt, ob ich alle seine Entscheidungen so großartig finde? Hier, sehen Sie sich das Telegramm an, das ist ein Befehl. Ich möchte bloß wissen, woher er weiß, dass ich hier fertig bin. Wenn Sie hier bleiben, werde ich heute noch mit Steinberg sprechen. Wir müssen uns nur überlegen, wie viel Gage wir verlangen sollen. Wieder zusammen. Ich habe so oft an dich denken müssen. Ja? Und einmal hätte ich dich bei... Hat er freigestanden? Hilfe! Hilfe! Ihr seid doch verrückte Kinder! Könnt ihr kein besseres Spiel finden? Also, ach, ich verstehe ja überhaupt keinen Spaß! Könnt ihr nicht was anderes spielen? Warum macht ihr solche Spiele? Du bist doch jetzt bald erwachsen. Und Pedro, ich sage dir, es ist ganz schwer verboten, kleine Mädchen an Baum zu binden. Hast du mich verstanden? Jakob, sie möchte überraschen. Wie geht's dir? Sag, Kinder, wie geht's euch denn? Gut. Mann, ich habe euch ja was mitgebracht. Oh, habt ihr aber gar nicht verdient, hä? Nein. Schau mal da. Oh, wie schön. So, das ist mein, ist das schön. Hallo, Jakobsen. Was machen Sie denn hier? Sascha, mein Lieber, du, wie geht das dann? Marvelhaft, ja. Aber bist du verreist? Ich denke, ihr macht Urlaub. Wir machen Urlaub, aber Rodolfos neuer Wohnwagen kommt heute Mittag. Da muss ich ein bisschen Platz machen. Ja. Ach, schon wieder ein neuer Wohnwagen? Ja? Also wenn ihr nicht mit Klimaanlage, mit Eisboxen, mit Wasserklosett fahren könnt, ist aber wirklich nichts. Na, dann würde ich ja sagen, wir trinken erst mal eins zur Begrüßung. Ja. Nichts dagegen eins, Sven. Komm gleich nach. Ja. Was machst du denn? Jakobsen! Enrique! Enrique, mein Mädchen, du! Na, wie geht es dann, ne? Danke.
Ganz gut. Na siehste, das war doch so die beste Lösung. Man muss nur ein bisschen Mut haben. Ja, Sie sind alle sehr lieb zu mir. Wo ist mein Freund Carlo? Er hat eine Besprechung irgendwo, muss bald wieder da sein. Ich glaube, er will sich einen Weinberg kaufen. Was, ein Weinberg? Ist er verrückt? Der Berg hat eine wunderbare Lage. Nur probier mal. Einmalig, sage ich dir. Hallo. Gut, Rebscher. Aber sag mal, Carlo, um ein gut Glas Wein zu trinken, musst du nicht da gleich einen ganzen Weinberg anstellen? Nein, will ich auch gar nicht. Nur keine Angst. Kann ich mir auch gar nicht leisten. 80.000 Franken. Ich hatte, das war so eine Idee für die Geldanlage. Ja, man muss ja an später denken. Na nun, warst du früher nicht so melancholisch? Ja, Mischa war gestern für ein paar Stunden da. So? Ach, wie geht's ihm dann? Naja, nun, seine Expedition, das war ein Reinfall. Ja, wenn es auch sonst dann noch was passiert, jedenfalls die ganze Ausrüstung ist beim Teufel und wahrscheinlich hat er noch einen Haufen Schulden. Also der Junge, der hat doch immer Pech, ne? Wenn man nur wüsste, wie man ihm helfen kann. Aber bestimmt nicht, indem du dir einen Weinberg zulässt. Das geht mir genauso vor, als wenn sie einen Fuchs in den Hühnerstall kaufen wollte. Oder als ob Kogler sein Geld zum Fenster hinausschmeißt. Übrigens, Kogler hat gestern angerufen. So? Ach, was wollte er dann? Wegen seiner Europatournee. Die Sambrinos sind ausgefallen. Ja, das habe ich gehört. Ja, aber warum ruft denn der Kogler dich an? Er weiß doch, dass sie raussetzt. Ich habe übrigens Auftrag von ihm, wegen der Ugandas zu verhandeln. Er will so eventuell vom Bulioni loskaufen. Was? Loskaufen? Aus einem festen Programm? Das kostet doch ein irres Geld. Ja, das kann ich mir denken. Was hat denn der Kogler euch geboten? Über Geld habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich habe gleich abgesagt. Na, Carlo, du hast ganz recht. Lass dich da drauf nicht an. Ihr habt Zeit. Ihr kennt was. Jetzt habt ihr Fett angesetzt, nicht? Was? Und seit zwei Monaten nicht trainiert und dann so groß und anstrengend, Tony? Nein. Ja, nur, also Japan und Südafrika war auch nicht gerade ein Zuckerlecken. Ja, das kann ich mir denken. Deswegen finde ich ja die Idee von dem Kogler auch wunderbar mit den Ugandas. Den Ugandas, naja, das ist natürlich eine Welttruppe. Na, sowas hat ja Europa noch nicht gesehen. Und wir sind der letzte Dreck, was? Wieso denn? Ganz im Gegenteil. Der Kogler hätte euch nämlich 1200 Mark pro Tag bezahlt. 1200? Mhm. Das wäre ja für uns... Das wäre ja unsere größte Gage bisher. In Java hat man nur 250 Dollar pro Tag. Ja, Carlo, sehr teure Ferien sind das, die ihr euch da leistet. Und mir mit es nicht gelingt, mit den Ugandas, ist das für mich ein großes Verlustgeschäft. Sag mal, kriege ich eigentlich bei euch was zu essen? Nein! Für einen, der findet, dass die Ugandas besser sind als die Doyas, gibt es hier nichts zu essen. Geh rauf zu Francis. Halt doch nicht über den frisch gesäten Rasen! Spaghetti al sugo. Heiraten Sie einen Italiener, Jacob, und Sie müssen dreimal in der Woche Spaghetti kochen. Aber sie macht wunderbar, wirklich wie im besten Restaurant in Italien. Guten Appetit, lassen Sie es gut schmecken, Jacob. Dankeschön, Francis. Also ich muss dich alles fort angucken. Na, also diese Veränderung. Was hat denn Rodolfo dazu gesagt? Ich habe geglaubt, ich sterbe. Nun, das ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Blond sieht doch sehr hübsch aus. Ach, bei dem Sterben ist es auch nicht geblieben. Das war nur der erste Schreck. Später ist er dann ganz schön munter geworden. Dankeschön. Warst du auch schön? Wie lange warst du in Neapel? Zu kurz, leider viel zu kurz. Zu kurz für Mama, zu lange für Papa. Wieso? Was heißt denn das? Ach, mit dem Papa hat er immer Schwierigkeiten. Er mag nicht Circo. Er ist Beamter im Ministerium. Sein Sohn Artista, er ist beleidigt. Er scheint uns für Zigeuner zu halten. Wenn der wüsste, was wir hier für eine bürgerliche Familie sind. Oh Gott. Stellen Sie sich vor, Papa und Mama waren noch nie in ihrem Leben in einer Circo. Ach, das ist aber eigentlich schade. In Zirkuskrone geht jetzt noch nicht, aber Kogler wollte euch sogar haben. Wäre doch sehr hübsch gewesen, wenn ich Papa und Mama mal da oben gesehen hätte vom Trapez. Zirkuskrone geht nach Napoli und Kogler wollte... Madonna, warum fahren wir da nicht mit? Der Carlo, der wollte sicher die Ferien nicht verderben. Ne? Jakobsen, Sie müssen gar nicht weiterreden. Sehen Sie sich meine Hände an, ich kann kein Trapez mehr festhalten. In Kapstadt die verharzte Trapezstange. Nur beim lächerlichen Singlesalto hat es mir die ganze Haut heruntergerissen. Es war nur noch rohes Fleisch. Jetzt ist alles verschwielt und verhornt, aber es platzt ihm immer wieder auf. Ich war schon bei zwei Spezialisten. Ich muss einfach eine Weile aussetzen, aber das begreift Rodolfo ja nicht. Aber Francis, ich habe doch nur gesagt, dass ich... Sag mal, was höre ich eben von Vater Kogler, wollte uns für seine Europatournee haben? Ja, stell dir vor, und Carlo hat abgesagt. Na, Gott sei Dank hat er abgesagt. Was?
Aber warum denn, um Gottes Willen? Ja, ihr seid so überrascht. Ich hab gedacht, Carlo hätte euch vorher gefragt. Warum, was ist mit Sitter wie die? Wollen Sie wirklich mitnehmen? Die hält ja den ganzen Betrieb was auf. Was denn? Ohne Sitter auf Tournee kommt ja gar nicht in Frage. Die geht mir doch ein, wenn die hier allein im Stall bleibt, nicht? Nee, meine Süße. Arbeiten sollst du nicht mehr, aber ab und zu mal ein bisschen Zirkusmusik kann ich schaffen.